Hallo und willkommen zurück zu Another Brick in the Mall. Ja, wir haben ein ganz kleines Problem mal wieder. Letztes Mal war es ja hier oben, jetzt ist es hier unten. Die Schlange ist viel zu voll. Und so wie es aussieht, haben die Leute keinen Bock zu bezahlen, wenn die Schlange zu voll ist. Na, das wissen wir ja schon. Das heißt, wir müssen den Laden ein bisschen größer machen. Ungefähr so. Um dann eine zweite Kasse reinzustellen. Fünf Leute sind schon gegangen, ohne zu bezahlen. Und das kann es ja wohl nicht sein, ne? So, hier ist jetzt eigentlich offen. Oh, diese Straße entsperren für 20.000. Hau rein. Und schon kommen die Autos. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich arbeite auch schon an den Verkaufsmöglichkeiten. Ja, die Mauer muss weg. Kommt da eine neue Kasse rein? Hallo, Mauer weg. Zack. Und dann können wir hier mal. Das ist Tiefkühl 1. Wir brauchen noch drei neue Kassierer. Ui. Ach, guck an. Wenn wir neue Straßenanbindungen freischalten, dann kriegen wir auch mehr Bewerber. Mir vorher nie aufgefallen. Naja, eins. Zwei. Drei. So, wie die anderen. Fängst um 0 Uhr an, du fängst dann um 8 Uhr an. Als Rechter, wenn wir eine Überstellung drin haben. Und um 16 Uhr. So. Und dann mal hoffen, dass das so passt. Ich hoffe auch, dass wir jetzt hier durch. Boah, schaut den Verkehr an. Ich hoffe auch, dass wir jetzt hier durch viel mehr Kunden bekommen. Ja, das werden wir morgen sehen. Aktuell haben wir 150. Nicht schlecht. Das Problem wird dann nur sein, dass wir mehr Parkplätze brauchen und. Also bin ich mal auf den morgigen Tag gespannt. Er ist auch echt richtig lahm. Mehr Kunden heißt dann auch wieder mehr Probleme, ne? Wisst ihr. Aber naja, die Mall ist ja dabei zu wachsen. Von daher, wir werden alle Probleme irgendwann lösen. Aber wie sieht es mit der Forschung aus? Wir forschen gerade Bowling. Oh, und es könnte auch bald fertig werden. Nur haben wir dafür leider absolut kein Geld. Und die Personalparkplätze sind auch wieder voll. Straßennetz, Personalparkplatz. Hoppala. Da noch zwei hin. Warum gehst du nicht an die Kasse? Hast du zu wenig Ka Platz für die Kasse? Dann sag doch was. Und wo sind meine Bauarbeiter? Die chillen mal wieder irgendwo rum, ne? Das wäre richtig viel Arbeit. Warum gehst du jetzt rein? Naja. Lassen wir sie das mal machen, wie sie wollen. Um 4 Uhr morgens ist es ja noch fast egal. Oh, was? Ich glaube, ich vermute wieder. Ja, genau. Vergesst immer das Geschäft zu erweitern. Also hätte sie wahrscheinlich genug Platz in der Kasse gehabt. Oh, und wie es aussieht, brauchen wir hier noch mehr Lageristen. Verwalten. Ist das hier Tiefkühl 1? Jo, wir brauchen einen Lageristen. Über dich. Du arbeitest von 6 bis 14 Uhr und du dann nochmal von ab 14 Uhr. Wo gehörst du zu? Punkt rum. Naja, solange sie nicht rumhängt, wenn es Arbeit gibt, ist es ja egal. So.
Ja, es läuft auch ganz gut. Von unten kommen ganz viele neue Kunden. Zumindest, dass es neue Kunden sind. Weiß man nicht, ne? Parkplatz-Situation sieht auch noch gut aus. Ein bisschen ärgerlich mit den Lagen, dass man hier Straßen nicht so rumziehen kann. Aber naja. Da gibt es Schlimmeres. Okay. Ich baue mal ein paar Objekte hier in die Gänge rein. Und zwar. So viel hier für die Tür. Oh, ich baue kein Objekt rein. Was ist das Problem? Wir haben zu wenig Parkplätze. Guck an. Das geht ja mal gar nicht. Warte, Kundenparkplatz. Zack. Ja, sehr gut. Was ist jetzt das Problem? Huch, Fastfood. Oh. Ja, ich sehe es. Und hier. Parkplätze, okay. Es geht doch eigentlich, läuft doch. Ich habe ja aber nicht mehr Platz, ist das Problem. Hilft eigentlich nur ein neues bauen, ne? Ja, Parkplätze haben. Oh. Okay. Ich brauche noch mehr Parkplätze. Kann ich hier keine Straße lang ziehen? Komisch. Dann die Straße mal hier so lang. Los, gib Gas. Aktuell haben wir gerade zwei Probleme. Einmal diese Parkplätze und einmal das Fastfood. Das Fastfood, ja. Da würde ich dann eigentlich ein neues bauen hier nebenan oder so. Was dann auch gleich ein bisschen größer ist. Mit drei Kassen. Mit drei Kassen braucht man wahrscheinlich noch zwei Köche. Müssen wir mal gucken, ne? Auf jeden Fall hier noch mehr Parkplätze ran. Na los, baut mal schneller. Ihr könnt es. Obwohl, jetzt ist eigentlich nachts, ist egal. Oh, wir haben was bekommen. Einen Gewinn von über 50.000? Warte. Ach nee, davor hatten wir. Wir sollten einen täglichen Gewinn von über 20.000 haben. Und das haben wir hinbekommen. Ja, mit so vielen Kunden kein Wunder, ne? Okay. Bezahlen. Finanzen. Den bezahlen wir ab. Und gleich holen wir uns einen neuen. Davon bauen wir hier dann ein riesiges Fastfood-Ding hin und dann sollte es passen. Dann kann das hier in Ruhestand und alles wird gut. Können wir mal gucken, was wir denn hier raus machen. Parkplätze, Parkplätze. Das sieht ja auch hier wunderbar aus. Oh, Bowling ist auch fertig. Okay, dann nehmen wir uns gleich noch viel, viel mehr Geld und bauen auch eine Bowlinghalle daneben. Und ich fürchte, dann brauchen wir auch noch mal deutlich mehr Parkplätze. Naja, eine Reihe passt ja auch daneben, ne? Hier so. Einmal hier runter. Zack. In der Straßenbahn? Nee. Na dann haben wir ja Glück, dass wir es hier genau passend hingebaut haben. So. Dann einmal bitte ganz viel Geld. Gib mir Kohle. 600.000. Oh, damit können wir was anfangen. So. Wir brauchen ein Fundament. Mir fehlt immer noch so ein bisschen ein Planungstool. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, ne?
Bauen wir erstmal das hier. Das wird das Fastfood-Ding. Da geht natürlich hier die Halle weiter. Die Halle, der Flur, der Gang. Und ja, wenn das steht, dann baue ich daneben das Bowling Center. Aber die bauen erstmal den Ruheparkplätze weiter. Na dann. Aber pro na dann. Den können wir schon mal zurückzahlen. Na los, baut, baut. Das heißt, wir haben auch bald 200 Kunden vor Ort, oder? Das wäre super. Und 50.000 Gesamtverkäufe kriegen wir auch bald hin. Oh. Das sieht immer noch ziemlich viel aus. Das Lager sieht auch ziemlich geplündert aus. Komm, wir müssen mal. Allgemein 1 Lager. Auch eine etwas höhere Kapazität rein. Beziehungsweise einen etwas höheren Füllstand. So, die Parkplätze sind fertig, dann könnt ihr hier weiter bauen. Die nächste Reihe Parkplätze kommt dann hier hin. Los, baut, baut. Dummerweise reißen sie auch die Mauer mit ein. Aber naja. Das war auch eher meine Schuld. Okay. Gut, dann brauchen wir hier Objekte und zwar einen Küchenbereich. Der ist 4 lang. 3 frei. 1, 2, zack. Okay, wenn ich einen freilasse. 1, 2, dahin. 1, 2, dahin. Okay, passt super. Brauchen wir erstmal 2. Dann wird hier eine Bestelltheke gebaut. So, mal gucken, wie es hier ist. Da ist dieser so rum und links davon ist dann das Essen. Machen wir es so rum und links davon ist der Fastfood-Wärmer. Wenn nicht drehen können, also muss er auch zu den Leuten gucken. Das macht ja nichts. So rum. Zack. Zack. Brauchen wir echt so viele Limonadenspender? Komm, die brauche ich dazwischen. Weil dann können wir es ja so machen, da haben wir viel mehr Bestelltische. Wo ist da ein Problem? Allgemein 1. Oh je, okay, hab verstanden. Machen wir gleich. Ach ja. Würde ja sonst noch langweilig werden, ne? So. Und noch ein Bestelltegel. Zack. Warte. 2, 4, so 5. Nee, so geht das nicht. Da müssen wir hier noch ein bisschen erweitern. Und zwar um so viel. Wenn wir schon mal weiter sind, bauen wir hier auch gleich Fundament. Nein, Fundament. Noch eine weitere Kasse ran. Na dann, fröhliches Bauen. Und so jetzt 650.000 Miese und nur ein Nettogewinn von 16.900? 800, was ist da los? Aber hier, das Problem wird sich hier bald gelöst haben. Oh, explodiert. Aber Herzinfarkt bekommen. Sie hier wird wahrscheinlich gehen. Oder? Oder? War aber knapp. War knapp.
was mir auffällt, ihr habt gar kein Lager, ne? Nehmt ihr das hier mit? Weisen Fastfood Restaurant. Das ganze Ding hier. Und schade. Ich hoffe, dass er hier automatisch die gleich mitnimmt, aber macht er nicht. Aber ist egal. Ist egal. Dann baut man hier jetzt endlich. Na kommt schon, das da. Ja, dumm gelaufen, auf der falschen Seite gebaut, wa? Danke, so. Huch, nein. So rum. Okay, okay. Bauen, wir brauchen da eine Mauer. Zack. Und dann brauchen wir Türen. Sagen, eine Doppeltür kommt gleich hier so hin. Eine hier. Und da hinten irgendwann später auch eine. Dann kommt da jetzt noch eine Bestelltheke hin. Und dann brauchen wir ganz viele Leute. Halten. Ach, Moment, Moment. Hier das Lager. Lager zuweisen. Ihr nehmt das da. So, Personal. Ich würde sagen, bei so viel Zeug haben wir auch zwei Köche. Hier, du kannst kochen. Zwei. Düdüdüm. 3, also 6 Köche brauchen wir, wegen 24-Stunden-Betrieb. So, 6 Kassierer, 2, 4, 5. Was ist da los? Naja. Warteschlange voll, ja, ist egal. Haben wir hier Kassierer? 1, 2. Du kannst noch so ein bisschen. Du kannst allgemein gar nichts. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und noch 2 für die Nacht. Oder 3. Oder 4. Nimm mal 4. Und dich noch. So. Lageristen rund um die Uhr, aber einer sollte reichen. Huch, nein, kein Kassierer. Lagerist. 2. 3. Und ich mach mal kurz Pause, denn wir brauchen noch ganz viele Tische. Und hier noch ein paar Premium-Tische für unsere Premium-Gäste. Die wir nicht haben, aber ist egal. Die stehen hier am Rand. So. Huch, da geht's nicht. In einem Gebäude. Achso, hier ist kein Gebäude mehr. Na gut, dann nicht. So, verwalten. Die ganzen Leute hier, ne? Du fängst um 0 Uhr an. Du fängst um 0 Uhr an. So. Pro Öffnungszeiten immer. Gut, das waren die Köche. Jetzt kümmern wir uns um die Kassierer. Eine in der Nacht, zwei in der Nacht. Weil die um 7 anfangen und 9 Stunden arbeiten. So, du fängst dann um 16 Uhr an. Du auch. Du auch. Du fängst um 20 Uhr an. Jetzt haben wir
Zwischendurch 6 Kassierer. Und hier zwischen nur 3. Ja, das passt. Passt schon. So, jetzt zu euch Lageristen. Deine Startzeit ist 0 Uhr bis 8 Uhr. Deine ist 8 bis 16 Uhr. Und du von 16 Uhr bis 0 Uhr. So rund um die Uhr. So. Schön. Parkplätze laufen. Aber hier. Warteschlange vorher. Ja, das hat sich erledigt. Aber 500 Kunden vor, das ist das nächste Ziel. Wow, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier. Verwalten. Ne, Quatsch zuweisen. Geschäft. Du bekommst nämlich nochmal eine Kasse. Zack. Dahin. Und ein paar weitere Kassierer. Ach, hier sind die 3-9, okay. 0 Uhr ist richtig, du startest dann um 8. Und du um 16. So. Und wir brauchen deutlich mehr Hausmeister. Uiuiui, wie sieht denn das hier aus? Moment, haben wir gleich. Wartungszentrum, Hausmeister. Oh, nehmen wir dich. Dich. Und dich. 0 Uhr. 8 Uhr. 16 Uhr. Okay, das passt. Sehr schön. Ja, die Mall wird langsam immer größer. Und beim nächsten Mal bauen wir das Bowling Center. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Macht's gut.